Christus spricht: Ich wurde gekreuzigt. Meine Freunde sind bei mir geblieben und standen mir in meiner Todesangst bei. Am nächsten Tag kamen sie zu der Stelle, wo hinter einem Stein das Grab war. Es war leer. Alles erschien so trostlos, bis das Auferstehungsgeschehen spürbar wurde. Maria von Magdala hatte es als Erste verkündet. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die frohe Osterbotschaft stärkt uns im Glauben seit über 2000 Jahren. Jedes Jahr feiern wir das Osterfest und erinnern uns an die Auferstehung. Lebendiger Gott, was ist das diesmal für ein Osterfest? Um uns herum ist es ungewöhnlich still. Sogar die Kirchen dürfen zum Schutz vor dem Coronavirus nur für Einzelgebete geöffnet sein. Aber es gibt doch Wege, die frohe Botschaft weiterzusagen. Mit Glockengeläut und Trompetenklängen, mit Liedern und Gebeten haben wir die frohe Botschaft des Ostergeschehens im kleinsten Kreis gefeiert und aufgenommen. Von den Feierlichkeiten hier in der Oldenstädter Klosterkirche und dann im Bibelgarten Freiraum haben wir per Video die ganze Gemeinde informiert und sie auf diesem Wege teilhaben lassen. Auferstandener Gott, du verbindest uns mit dem Himmel. Wir verbinden dich mit unserer Sehnsucht. Wir bitten dich für alle, mit denen wir normalerweise Ostern gefeiert hätten. Und die, die wir jetzt vermissen. In aller Stille sagen wir dir ihre Namen. Zum Schutz der Gesundheit, die durch das gefährliche Coronavirus weltweit bedroht ist, gibt es trotzdem Möglichkeiten und Wege, wie wir unserem Glauben und unserer Spiritualität Ausdruck geben und mit anderen teilen können. Die Kommunikationsmittel wie Telefon, Handy, Fernseher und Computer bekommen aktuell dafür eine neue Bedeutung, und die nutzen wir. Gott, du bist da. Im Auferstehungsgeschehen spüren wir deine Nähe. Die Kraft der Natur erleben wir im satten Grün der Getreidefelder, im Bunt der Blumen an den Wegrändern und in den Gärten, und wir können die frohe Osterbotschaft weitergeben. Wir bitten dich für alle, die nicht hinaus können, die gesundheitlich Gefährdeten, die Kranken und Isolierten, die Corona-Gefährdeten, alle, die beruflich tätig sind und die gesellschaftlich erforderliche Aufgaben wahrnehmen und sogar im Schichtwechsel durcharbeiten müssen. Wir denken an die Menschen, die allen Bereichen von Ernährungssicherung in der Wasser-, Ver- und Entsorgung und in den Elektrizitätswerken sowie in den Krankenhäusern, Apotheken, in den Pflegeheimen und in allen sozialen Einrichtungen tätig sind. Wir denken an die Kinder und deren Eltern, die jetzt den ganzen Tag in den Wohnungen verbringen müssen, und an alle Verwandten, die für die ältere Generation im Hause Sorge tragen und Pflege leisten. Lass die Kraft der Auferstehung und der Nächstenliebe spürbar werden und auch deinen österlichen Segen lass uns spüren. Jesus, heute beten wir zu dir und wir sagen Dank. Das Leben ist kreativ und munter. Aber jetzt sind wir so beeindruckt
von dem Coronavirus verängstigt, manchmal sogar gelähmt. Jesus, du bist das Leben.